Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode von dirkkuepper.de. Mein Name ist Dirk Küpper und ich möchte euch heute in dieser Podcast-Episode das Transparenzwerkzeug von iBooks Author vorstellen. Hierzu habe ich wieder eines meiner Fotos gewählt, die ich letztes Jahr auf Fotoventura geknipst habe. Allerdings war am ersten Urlaubstag der Himmel nicht so schön blau, wie man das eigentlich von dieser Insel gewohnt ist. Am zweiten Tag habe ich aber diesen Himmel in entsprechendem Blau wieder fotografieren können und dieses Transparenzwerkzeug hilft mir jetzt dabei, dieses Himmelblau dort einzusetzen. Man klickt einmal auf das Transparenzwerkzeug und wählt den Bereich aus, der Transparenz sein soll oder transparent sein soll. Dann holt man sich das Bild, welches im Hintergrund liegen soll, nämlich mein Himmelblau, was ich fotografiert habe. Und über Anordnen ganz nach hinten landet dann der Himmel genau an der Stelle, wo ich ihn ganz gerne hätte. Wie gesagt, erwartet keine Wunder von diesen Funktionen, aber um schnell einen wunderschönen Effekt zu machen, super Sache. Falls ihr noch mehr lernen wollt, dann könnt ihr im iTunes Bookstore nach Dirk Küpper suchen und dort findet ihr das Videotraining für das iPad zu iBooks Author 2 für 14,99 Euro. Wenn ihr das Training lieber auf dem Mac machen wollt, dann geht in den Mac App Store, sucht nach VTW und dann findet ihr das Videotraining für iBooks Author 2 für 9,99 Euro. Selbstverständlich könnt ihr auch jederzeit über meine Internetseite Kontakt mit mir aufnehmen und mir eine E-Mail schicken. Wir lernen auch gerne zusammen im virtuellen Klassenzimmer. Das war es wieder für diese Episode. Ich hoffe, es hat euch ein wenig Spaß gemacht und sage bis zum nächsten Mal.